Hallo und willkommen zurück hier bei Subnautica Below Zero bei mir auf dem Kanal. Ja, und heute wollen wir mal was Neues probieren. Und zwar will ich dem Hinweis von einem von euch folgen, FatiChichek87. Hoffe ich, oder bin mir fast sicher, ich habe es wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Tut mir leid. Ja, ich hoffe, er guckt zu. Und zwar hat er geschrieben, dass es die Möglichkeit gibt, mit dem Krebs hier in Subnautica auch ein wenig aus der Karte rauszuklippen beziehungsweise in die Eisberge da hinten zu kommen. Und das will ich jetzt einfach mal probieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das genauso mache wie er. Aber ich habe mir das mal angeschaut und habe tatsächlich auch einen Weg gefunden, wie wir uns hier ein wenig freier bewegen können in dem Spiel und tatsächlich auch die Möglichkeit gefunden, die Erbauergewebe zu finden oder zu holen, ohne die Brücke zu reparieren. Und das will ich euch doch jetzt einfach mal zeigen. Ja, dafür parke ich meine Seebahn hier hinten. Und zwar bin ich bei meiner Kapsel aktuell. Da hinten sind wir zum ersten Mal ins Wasser gesprungen. Das ist ungefähr die Stelle. Ist aber eigentlich gar nicht so entscheidend. Ihr müsst hier nur eine Stelle finden, wo ihr eben hier mit dem Krebs in seinem Sprungmodul auf die Eisberge kommt, so wie ich jetzt hier. Und das ist eben hier gar nicht so schwierig. Ihr seht hier überall die Eisschollen und ihr kommt hier einfach hoch. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr euch hier Richtung Norden begeben. Einfach an den Rand dieser Eisschollen. Und hier gibt es tatsächlich hin und wieder die Möglichkeit, eben hier hochzukommen. Und das probieren wir jetzt mal gemeinsam. Ich mache es meistens hier ganz vorne und da kommt man dann eigentlich hier ganz easy hoch. Ihr seht das hier als Referenz da vorne. Das ist eben die Stelle, bei der wir angefangen haben hier im Spiel. Witzigerweise, man kann hier sogar tatsächlich bis dahin auch vordringen und gucken, wo unsere Rettungskapsel da hinten gecrashed ist. Interessanterweise lässt mich das Spiel allerdings hier nicht wirklich runter. Aber ihr seht, da ist unsere Rettungskapsel gecrashed und wir sind jetzt oberhalb dieser Stelle. Und von hier aus, oh, will ich nicht runterfallen, begeben wir uns einfach mal ein bisschen in die Berge. Ich bin hier ein bisschen Freestyle hochgegangen, es gibt bestimmt ein, zwei noch Wege mehr, die hier ans Ziel führen, aber das ist jetzt im Grunde die Route, die ich gewählt habe. Bei mir ist hier so ein kleiner Zacken und hier habe ich mich eben so ein bisschen hochgeschummelt an der Stelle. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man eigentlich den schwierigsten Part auch schon hinter sich. Ich versuche jetzt hier einfach auf der oberen Seite dieses Eisbergs zu bleiben. Leider ist es manchmal hier etwas nebelig oder wenn auch das Wetter so wie jetzt schlechter wird, dann kommt man schnell in Bredouille, weil man gar nichts mehr sieht. Aber ich gehe jetzt hier, wie gesagt, man kann sich hier eigentlich relativ frei bewegen hier oben. Das ist echt eine ganz coole Stelle. Und jetzt seht ihr schon, sind wir langsam bei den Eiswürmern. Ihr hört es ja auch schon. In dem Gebiet der Eiswürmer. Da ist er. Und wenn ihr euch jetzt hier Richtung Nordosten begebt und jetzt eben aufpassen, dass ihr nicht runterfallt, dann habt ihr hier wirklich die Möglichkeit, euch frei zu bewegen. Es geht auch in die andere Richtung, erkundet das auf jeden Fall, ihr kommt da auch bis zur Brücke und vermutlich auch drüber hinaus. Und ich habe jetzt hier eben diese große weiße Fläche hier hinten gefunden, in der wir uns hier bewegen. Und das Ganze läuft parallel zu dem Eiswurmgebiet hier. Hier unten seht ihr schon die Skelette, die wir jetzt scannen konnten da unten. Und das heißt, wenn wir hier weitergehen, kommen wir tatsächlich bis zum Erbauergewebe. Das finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Das heißt nämlich, ihr müsst hier gar nicht die Brücke reparieren, ihr müsst euch nicht einmal mit den Eiswürmern abgeben. Ihr kommt hier einfach über diesen Weg komplett bis dahin. Zurück ist eine andere Sache, weil ich habe noch keinen Weg wieder hochgefunden, aber vielleicht seid ihr da fitter als ich. Ihr seht, wir sind jetzt hier komplett auf so einer geraden Fläche hier hinten. Und wenn ihr hier um diesen Eisberg rumgeht und dann seht ihr hier schon die Spitze, gehen wir hier ein bisschen runter. Das ist tatsächlich noch nicht das Eiswurmgebiet, auch wenn ich erst dachte, oh, ich bin schon unten. Wir müssen noch eins weiter und ich zeige euch das einfach mal da hinten.
hier ist tatsächlich die Stelle, wo ihr das Erbauergewebe finden könnt. Das ist die Stelle, da ist dieses Kabel, was da in diese Höhle runterführt. Und wenn wir hier runterspringen, dann können wir tatsächlich da das Erbauergewebe finden. Ich denke, die wahrscheinlichste Lösung ist es, sich hier wieder hochzuarbeiten, wenn das denn geht. Überhaupt, das könnt ihr gerne ausprobieren. Ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen und ich hoffe, ich werde Vati hier auch gerecht, denn der hat sich hier bestimmt schon deutlich mehr erkundet, beziehungsweise hat das hier bestimmt schon deutlich mehr erkundet, als ich es getan habe. Wie gesagt, man kann es auch in die andere Richtung probieren. Jetzt wollte ich euch nur noch eine Sache zeigen, das fand ich eigentlich ganz witzig. Es gibt hier hinten tatsächlich so ein bisschen End-of-the-World-Feeling, denn hier ist einfach eine gerade Linie und da ist ein Abgrund. Ich habe mich noch nicht getraut, hier runter zu springen. Tatsächlich, weil das hier ja mein Hardcore-Mode-Playthrough ist, tatsächlich, und ich mir nicht sicher bin, ob ich da jemals wieder rauskomme. Aber ich habe mir überlegt, ich bastel hier doch einfach mal eine Basis. Und guck mal, ob das geht. Das wäre jetzt noch so die Idee, die ich habe. Jetzt gucke ich doch mal, ob man hier überhaupt aussteigen kann. Okay, cool. Das funktioniert schon mal. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz witzige und coole Station bzw. Stelle für eine Basis. Und deswegen habe ich auch schon mal ein bisschen was mitgenommen an Ressourcen. Und theoretisch kann man sich ja dann mit der Basis auch da hinten runterarbeiten. Das wäre so eine Idee für euch, wenn ihr da Lust drauf habt. Jetzt habe ich gerade gemerkt, es könnte sein, dass ich nicht die Zutaten dabei habe, um hier... Ja, vielleicht. Da ging es doch gerade. Okay, wir haben die Luke, perfekt. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie Strom drauf bekommen und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Wartet mal, ich glaube, das ging, wenn man hier so ein bisschen... Genau. So. Zack. Und schon haben wir Strom. Jetzt dürfen wir nur nicht erfrieren. Deswegen gehen wir jetzt mal schnell rein. Und wir haben tatsächlich eine kleine Basis hier. Am Ende der Welt. Und das finde ich doch mal eine ganz nette Idee. Und ihr könnt euch hier richtig austoben. Ich wollte euch jetzt nur einfach mal den Hinweis weitergeben, der mir gegeben wurde, dass das geht und ihr könnt euch hier natürlich frei entfalten, wie ihr das wollt und die Gegend auch noch komplett erkunden. So, und damit habe ich hier schon eine kleine Basis gebastelt. Ich denke, das reicht auch an der Stelle schon. Wir machen jetzt hier noch einen kleinen Verpflegungsbaum hin. Zack. Und da stecke ich doch das kurz rein. Und schon haben wir hier eine Basis mit Ausblick zum Ende der Welt, will ich mal behaupten. Ich bin echt gespannt, ob jemand von euch erkundet, was da hinten noch so los ist. Ich genieße jetzt hier den Sonnenuntergang, guck mir das Wetter an, hier im Nirgendwo in unserer kleinen Basis. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal und lasst ein Abo da, lasst ein Like da für noch mehr Subnautica Below Zero hier bei mir auf dem Kanal. Bis dahin und tschüss. Welcome aboard, Captain. Yoo-hoo!